bin im Himmel so nah. Wenn ich im Außengelände des Muttergotteshäuschen hier so sitze, passt dieser Satz sehr, sehr gut. Überall um mich herum sind Blumen, sind Kräuter und manchmal fühle ich mich gerade, wenn ich in der Natur bin, dem Himmel so nah. Ist das bei Ihnen auch so? Fühlen Sie sich auch dem Himmel näher, wenn Sie Ruhe, Geborgenheit oder einfach Glück erfahren? Mit der Nähe zum Himmel hat es auch seine Bewandtnis, wenn wir auf das heutige Fest Maria Himmelfahrt schauen. Vielleicht ging es Maria ja ähnlich und sie fühlte sich dem Himmel auch näher, wenn es ihr gut ging, wenn sie glücklich war. Aber mancher würde auch sagen, sie hat ja sowieso eine gewisse Nähe zum Himmel gehabt. Gott hat ja quasi ständig mit ihr gesprochen, hat ihr Aufträge erteilt und sie hat Ja gesagt zu Gottes Willen. Sie hat sich dem gefügt, was er für sie gedacht hat. Sie hatte eigentlich, kann man sagen, einen heißen Draht zum Himmel. Unsere Traditionen zum heutigen Festtag verdeutlichen die Nähe Mariens zum Himmel auf ihre Weise. Eine Legende besagt, dass Maria in strahlendem Lichtkreis von Engeln begleitet zum Himmel geführt wurde. Eine andere besagt, dass die Apostel, als sie zum Grab Mariens kamen, nur noch Kräuter und Blumen darin fanden. Darum feiern wir auch heute immer noch zu Maria Himmelfahrt die Kräuterweihe. Viele Menschen kommen mit Kräutersträußen und Blumen zur Kirche und nehmen sie gesegnet wieder mit nach Hause. Auch hier am Muttergotteshäuschen ist das immer so. Die Sträuße werden zu Hause aufgehängt und sollen die Menschen vor Krankheiten und Hagel und Blitzschlag beschützen. Alle diese Traditionen verblassen heute ein wenig und sie bekommen uns angesichts unseres heutigen Wissens überholt vor, vielleicht sogar magisch oder esoterisch. Aber diese Traditionen zeigen uns Menschen, dass wir viel mehr von der Natur abhängig sind, als wir zunächst vermuten. Denn wir glauben häufig, dass wir alles regeln können. Aber immer wieder werden wir durch Ereignisse, wie gerade im Moment die Corona-Pandemie, darauf hingewiesen, dass wir nicht alles in der Hand haben. Auch der Klimawandel zeigt uns, dass wir häufig mit der Natur nicht angemessen umgehen. Da können uns solche Zeichen wie die Kräuter helfen, uns bewusst zu machen, dass wir die perfekte Welt nicht schaffen können. Dass wir darum wissen, dass die Natur nicht grenzenlos ausgebeutet werden kann. Dass wir einfach mal stärker hineinhören müssen. Dass wir lernen können von der Natur. Dass wir sie als Schöpfung Gottes verstehen, der uns in den Händen hält und trägt und am Ende auch zu sich aufnimmt. So können solche Zeichen wie die Kräuterweihe auch der Draht zum Himmel für uns sein. Und da kann uns, denke ich, das einfache Mädchen Maria eine Hilfe sein, die sich dem Himmel nahe wusste, weil sie einfach auf Gott vertraute und ihr Leben in seine Hände legte. Eine wie du und ich haben wir sie genannt, im letzten Jahr im Motto der Wallfahrt zur Trösterin der Betrübten. Und als eine wie du und ich kann sie uns sagen, dass wir ein wenig einfach auf Gott hören sollen, dass wir seine Zeichen erkennen können, dass wir ihn immer wieder in den einfachsten Zeichen der Natur erfahren können. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie sich wie Maria in Gottes guten Händen geborgen fühlen, auch wenn Sie nicht wissen, was in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr passieren wird. Alles Gute für Sie.